Hallo und herzlich zurück zum Spiel Hearts Medicine Hospital Heat. Ja, wir befinden uns jetzt in Level 4 und da schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Achte darauf, dass Ryan genug trinkt. Ach ja, genau, da war doch was und wir müssen Oliver noch finden. Mal gucken, ob ich den sehe. Daniel, ich bin jetzt mit Connor zusammen. Ich wusste nicht. Du und ich reden draußen weiter. Jetzt, sofort. Nein, das tut ihr nicht. Ich weiß zwar nicht so recht, was hier vor sich geht, aber das ist immer noch ein Krankenhaus. Daniel, sicherlich musst du dich noch um wichtigere Dinge kümmern. Also warum gehst du nicht zurück in dein Büro? Und was dich betrifft, warum untersuchst du nicht erst einmal diesen Jungen hier? Er erbricht sich schon den ganzen Tag. Das ist doch immer noch dein Fachgebiet, oder? Allison, könntest du dafür sorgen, dass Ryan. Könntest du dafür sorgen, dass Ryan den ganzen Tag genug Flüssigkeit bekommt? Das werde ich. Ja, willkommen im Laden. Die Frage ist jetzt, können wir seinen, ja, nehmen wir mal einfach, dann verliert er da auch die Herzen nicht so schnell. Leider haben wir jetzt hier nichts mehr für 150, oder? Das mit den Inhalatoren können wir nicht machen. Ja, da müssen wir erstmal noch was sparen und können dann eins der anderen Sachen hier machen. Wobei ich nicht weiß, was mit dem Mülleimer ist. Ich hoffe, da erbricht er sich jetzt nicht ständig drin. Neuer Artikel, Fieberthermometer. Wo möchtest du hin? Du möchtest nur die Flüssigkeit bekommen, ne? Du darfst jetzt nach da hinten gehen. Ah ja, ich verstehe, glaube ich. Okay. Okay, das müssen wir eben schnell machen. Du setzt dich schon mal hier hin, bitte. Dich kassieren wir mal schnell ab. So, schmeißen wir das Ding wieder weg. Einmal schnell behandeln. Du nochmal schnell die Flüssigkeit. Einmal abkassieren und danke. Gut, dich legen wir mal dahin. Was fehlt dir denn? Einmal verbinden, kein Thema. Machen wir noch glatt. Du kriegst nochmal schnell Flüssigkeit. Dich kassieren wir ab. Zack. Ein Stern geholt. Und ich suche immer noch den Oliver hieß er, glaube ich. Also das Meerschweinchen, meine ich. Der will das haben, kombiniert mit dem. Genau, das nehmen wir mit. Geben ihm das. Zack, du bekommst nochmal eben schnell was zu trinken. Oh, dich setzen wir schon mal dahin. Dich auf den Stuhl. Du bekommst nochmal eben was zu trinken. Du kriegst den Inhalator. Zack, erstmal wegwerfen. Den Rest zu dir. Ach, dann leg dich halt wieder auf die Liege. Du kriegst nochmal schnell was. So, dich kassieren wir schnell ab. Dich können wir gleichzeitig auf die Liege bringen. Du bekommst schnell das Zeug. Dann gehen wir hier hin. Kassieren ab. Dir geben wir noch Arzneimittel. Dich, oh, oder wir geben dir keine Arzneimittel. Okay, dich setzen wir schon mal auf den Stuhl. Kassieren dich nochmal schnell ab. Oh mein Gott, es wird langsam etwas kompliziert. Was möchte sie denn? Einfach nur abgehorcht werden, ne? La la la, zack, zack, zack. Wir sind ja von der schnellen Truppe. Und schnell abkassieren. Ich habe dieses dämliche Meerschweinchen immer noch nicht gefunden. Du gehst nach da. In der Zeit kümmern wir uns doch mal um dich. Oliver, wo bist du? Du kannst auch schon mal dahin. Du kriegst noch mal schnell was. Dich setzen wir auf den Stuhl. Hier machen wir irgendwie was mit dem Verband. Ach, das machen wir jetzt ab. Okay. Gut. Fieberthermometer, zack. Schnell. Schnelle Behandlung. So. Du. Achte darauf, dass. Ja, das ist. Ach so, ist schon abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, okay. Aber ich habe dieses dämliche Meerschweinchen wieder nicht gefunden. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich habe extra nebenbei immer wieder drauf geachtet. Naja.
Sammle alle Bonusherzen, indem du dem Patienten super schnell hilfst und so goldene Herzen erhältst. Goldene Herzen gehen nicht verloren. Ah, Tipp, Patienten mit goldenen Herzen verlieren beim Warten keine Herzen. Sehr schön. Neues Minispiel, Größe messen. Zieh den Anschlag des Messstabs hinunter und bereite die korrekte Farbe. Ach so, verstehe. Um die Größe des Kindes zu ermitteln. Tipp, kannst du auch die richtige Größe ermitteln, ohne das Messgerät einzusetzen? Ja, wenn ich es einfach nur nicht runterziehen muss, aber nur ablesen muss, dann denke ich mal schon, ne? Müssen wir auf dich nochmal achten? Nee, ne? Es geht mir schon viel besser, danke. Das sind tolle Neuigkeiten, Ryan. Und wie geht es dir? Was glaubst du wohl, wie es mir geht? Du weißt schon, dass du seinen Kuss auch nicht hättest erwidern können. Ich habe ihn weggedrückt und gesagt, dass wir zusammen sind. Hast ja auch lange genug dafür gebraucht. Du verhältst dich ziemlich kindisch, Connor. Mir geht so viel durch den Kopf, jetzt wo meine Mutter plötzlich hier ist. Aber damit es dir besser geht, werde ich mit ihm reden. Eieiei. Männer, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, und das sagte ein Junge. Das ist doch irgendwie lustig. Okay. Daniel, hast du einen Moment Zeit? Keine Sorge, Allison. Das war einfach nur ein großer Fehler. Connor ist ein toller Kerl. Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt. Du bist gegangen, Daniel. Du hast mich alleine zurückgelassen. Du hast recht, Allison. Und das ist etwas, mit dem ich jetzt leben muss. Es tut mir leid, Allison. Du hast dich verändert. Das hoffe ich. Victor, ich habe dir doch gesagt, dass er nicht hier ist. Okay. Was kommt denn da noch auf uns zu? Was ist denn das hier eigentlich? Da wollte ich auch mal geguckt. Oh, geguckt haben. Ich glaube, sie ist etwas fertig. Aber der Nachbar oder die Nachbarn sind zu laut, okay? Diamanten. Sammle mehr Diamanten, indem du Herausforderungs- und Bonuslevel spielst. Okay. Möchtest du wirklich für 2 Diamanten das Upgrade für dieses Gemälde kaufen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich weiß ja auch gar nicht. Ich habe 5 Diamanten. Ich könnte theoretisch 2 Sachen holen. Aber nichts davon finde ich persönlich jetzt, nichts davon finde ich persönlich jetzt wichtig. Also gehen wir hier erstmal wieder raus. Ich bin ein bisschen verwirrt, was das jetzt gerade war. Was hat das mit den Herzen auf sich? Zuvor bei Hearts Medicine. Finde heraus, was zuvor geschah und spiele Hearts Medicine Time to Heal. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den ersten Teil zuerst gespielt. Ich dachte, das wäre jetzt der erste Teil. Also wird das bei mir mal etwas anders laufen. Und ich werde erst den zweiten Teil spielen und mich dann danach wahrscheinlich auf den ersten Teil stürzen. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander, aber was soll's. Da ist er, da ist er. Nee, Highscores haben wir nicht. Ich habe ja gar keine Freunde irgendwie, mit denen ich verbunden bin, oder? Keine Ahnung. Die Situation verschlechtert sich. Heile so viele Patienten, um deine, heile viele Patienten, um deine Punktzahl so hoch wie möglich zu halten. Okay, Herausforderung 2. So viele wie möglich heilen. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Du gehst erstmal auf die Liga, genau. Du gehst schon mal dahin, das können wir nebenbei machen, so. Zack, zack. Ach so, dann pausiert der auch, sehe ich gerade. Okay, dich rechnen wir schon mal ab. Dankeschön. Du auch schon mal auf die Liege. Zack, du auf die Liege. Du warst als erstes da. Du auf den Stuhl. Bei dir machen wir nur noch schnell das Verband ab. Zack. 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 Schneller. Schneller, schneller. La 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 la. Abrechnen. Du auf die Bank. Du auf die Bank. Abrechnen.
Ja, ich bin doch dabei, ich bin doch dabei. Ich kann doch nicht alles machen. Moment, habe jetzt eins frei, wenn man es frei. Dann tun wir das erstmal. Reden kann ich auch nicht mehr, aber egal. Dann tun wir das erstmal, ja. Zack, zack, zack. So, abkassieren. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Abkassieren. Oh mein Gott, es wird irgendwie gerade ziemlich schnell. Hilfe. Das noch. Das noch. Los, mach schneller. So, schnell abkassieren. Zack. Dich setzen wir dahin. Dich setzen wir dahin. Fieberthermometer in die Ecke werfen. Zack. Und sich um den Patienten kümmern. Hier genauso. Zack, 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 zack. Schnell abkassieren. Wir sind ja von einer schnellen Truppe. Bla, 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 bla. Das runter, das dahin. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade etwas gestresst. So. Das machen wir. Wie fühlst du dich? Dir müssen wir irgendwie einen Verband anlegen oder sowas, glaube ich. So, abkassieren, schnell. Tschüss. Alle weg. Was machst du denn schon wieder her? Hast du dir nicht gerade erst noch die Lunge aus dem Leib, die Lunge nicht, aber die Seele aus dem Leib gekotzt? Du kannst da hinten hin, das können wir alles parallel machen. So. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Dir machen wir den Gips wieder ab. Inhalator, das ist wichtig. Los, sonst verreckt ihr dir noch. Schnell Behandlung. Zack. Schnell die Herzen alle abkassieren. Was weiß ich? Ey, wie lange geht das noch? Scheiße, 72 Minuten. Wieso geht die da nicht hin? Inhalator, los, schnell. So, schnell. Zack, zack. Schnell einen Löffel in den Hals schieben. So, zack. Können wir das auch noch machen? So. So, dich setzen wir dahin, dahin. Dich hören wir kurz ab. La, 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 la. Fieberthermometer in die Ecke werfen und, ich wollte gerade sagen, der Kundin in den Hintern schieben. Das war jetzt nicht so, wie ich das eigentlich machen wollte oder sagen wollte. Ah, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Das war jetzt aber wirklich heftig. Das war jetzt etwas stressig, ja. Ah ne, das waren die Highscores. Ja, da wollte ich gar nicht drauf. Wir machen mal ein nicht mehr, hoffentlich nicht mehr ganz so stressiges. Ach so, wie viele Diamanten habe ich jetzt bekommen? Also ich kann immer Diamanten besorgen, um hier irgendwas zu upgraden. Dann machen wir doch mal den PC. Dann machen wir mal ein Upgrade für. Ah, sehr schön. Ein neuer, schneller Laptop. Ich kann es kaum erwarten, damit das Internet nach den neuesten medizinischen Neuigkeiten zu durchforschen. Eigentlich bringt uns der ganze Scheiß nichts, glaube ich. Aber gut, wir haben zumindest jetzt mal eine Sache gemacht. Nein, wir wollen euch nicht liken. Hole 24 Schnellboni. Oh mein Gott. Ich werde es versuchen. Oh, anscheinend ist er doch hier. Ausgezeichnet. Denn du hast mich ja schon lange genug hingehalten. Ich hatte schon fast geglaubt, dass Daniel nicht hier sei. Nein, ich war die ganze Zeit hier. Ich hatte nur viel zu tun. Wir müssen diese Unterhaltung später fortsetzen, Allison. Aber bitte glaub mir, dass es mir leid tut. Bitte sag das auch keiner. Ich kann nicht mehr reden. Was kann ich denn für dich tun? Oder für dich und den Vorstand tun, Victor? Du kannst mir verraten, was zum Kuckuck du in diesem Krankenhaus vor sich geht. Überall hört man Gerüchte. Eine Ärztin im Praktikum führe eigenständige Operationen durch. Medikamente verschwinden spurlos. Der Leiter des Krankenhauses sei wie vom Erdboden verschluckt. Alles nur Gerüchte, wie du siehst, stehe ich leibhaftig vor dir. Aber wenn der Vorstand Zweifel hat, sieh dich doch bitte etwas um. Ich hatte gehofft, dass du das anbieten würdest. Okay. Wie ist das gelaufen? Es tut ihm wirklich leid, Connor. Er hat mich gebeten, dir das zu sagen, kurz bevor unsere Unterhaltung von Victor unterbrochen wurde. Victor? Dann wird hier bald wohl etwas passieren. Die Vorstandsmitglieder lassen sich für gewöhnlich nie hier blicken. Vielen Dank, Allison, dass du mit Daniel geredet hast. Gehen wir wieder an die Arbeit.
ich kann was verbessern. Sehr schön. Normalerweise würde ich sagen, die Liegen verbessere ich einmal. Wetten, dass jetzt weniger Leute auf die Liegen kommen und mehr auf die Stühle. Das ist doch immer so. Na gut, wir probieren es trotzdem mal. So, ich wusste es, der Erste bzw. die Ärzte kommt natürlich direkt auf den Stuhl. Zum Glück ist es kein elektrischer. da. Das ist gelb. Ach so, ja. Was denn nur? Sieh nach, welche Farbe angegeben ist. Ja, das habe ich doch eben schon gesagt, das ist gelb, hä? Muss ich das jetzt verstehen? Du kannst schon mal auf den Stuhl gehen. Schmeiß mal wieder das Fieberthermometer weg. Zack. Und schau mal eben. Dich nochmal anklicken. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Da. 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 Und wieso hat er das jetzt nicht mitgenommen für sie? Verstehe ich jetzt nicht. Geh du schon mal auf den Stuhl. Einmal abkassieren, bitte. So. Kann gerade nicht. Muss mal kurz abhören. So, und abkassieren natürlich. Du kannst schon mal dahin. Du kannst dahin. Was brauchst du denn, mein Kleiner? Ein Löffelchen von der guten Doktorin. Von der guten Frau Doktor. Dann setz dich schon mal dahin. So, du kannst schon mal dahin. Inhalationsgerät ist ganz wichtig. Tu mal da rein. Zack. So, das auch. Schnell abkassieren. Du gehst auf die Liege. Ich habe aber das Gefühl, dass die nicht langsamer die Leben verlieren, wenn die hier auf der Liege liegen. Also mit dem Upgrade. Ich weiß nicht. Ach so, ich hätte warten müssen, bis das aufgeladen ist. Ah, ich verstehe. Okay. So, ja. Den kassieren wir ab dafür, dass er hier gespielt hat. Das ist auch was ich bisher noch nie verstanden habe. Aber okay. Du gehst zur Giraffe. Die ist aber gerade wichtiger. Bei der müssen wir mal Fieber messen. So. Schnell nachgucken. Zack. Was bist denn du? Die Farbe hier, ne? Ja. Und abkassieren. So, du gehst da drauf. Schichtende, aber wir machen natürlich trotzdem noch weiter. Wupp, guck mal, wie schnell wir hier diesen Gips abbekommen. Yes, und 100 Punkte. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ob ein Oliver hier ist. Ah, aber zumindest die Herausforderung haben wir schon mal gemacht. Das ist schon mal gut. Ja, dann klicke ich mal eben auf Fortfahren. Neue Behandlungen, Aktionen. Einige Behandlungen machen es erforderlich, eine Reihe von Bewegungen durchzuführen. Folge der Linie, um die Behandlung abzuschließen. Manchmal musst du die Bewegungen, wie angegeben, mehrmals wiederholen, um die Aktion zu beenden. Okay. Daniel hat gerade eine Personalbesprechung eingerufen. Oh je. Und aus diesem Grund werden wir derzeit geprüft. Bitte unterstützt Victor und seinen Sohn Mason und stellt ihm alle gewünschten Informationen zur Verfügung. Wir haben nichts zu verbergen. Vielen Dank. Eine Prüfung! Wie aufregend! Du bist schon eine seltsame Blume, Jenny. Daniel? Wir beide wissen nur zu gut, dass wir sehr wohl etwas zu verbergen haben. Die gestohlenen Medikamente. Darüber können wir hier nicht reden. Im Moment müssen wir uns keine Sorgen machen, okay? Wir müssen jetzt wieder in die Arbeit. Ja, und im nächsten Level müssen wir eine Bühne aufbauen.
Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Also ich persönlich finde es doch recht lustig. Teilweise auch. Oh, kann ich den anklicken? Nee, schade. Teilweise auch sehr stressig, aber ich meine, gut, das ist natürlich auch irgendwo das, was es dann doch irgendwo auch wieder lustig macht beim Spielen, finde ich persönlich. Ich hoffe, dass es für euch auch großen Spaß bereitet. Das war jetzt ein toller Satzbau, ich weiß. Also ich hoffe, dass es euch auch großen Spaß bereitet und dass es für euch auch etwas lustig ist. So. Das waren so wieder diese typischen, ich habe zwei Sätze im Kopf gehabt und so einen zusammengefügt Momente. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, dass wir dann die nächsten Level in der nächsten Folge spielen. Bis dann. Ciao.